Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. So, ich habe mal überlegt, komm, wir gehen jetzt zurück und kaufen uns den Chojimbo, weil eine Bestie mehr oder weniger ist ja eigentlich nicht schlecht, wenn wir jetzt da eine mehr haben hätten und so. Also gehen wir jetzt zurück zum Chojimbo. Aber erstmal die Viecher hier aus dem Weg räumen. So. Und, ach komm, da können wir den Kimarin schon mal reinholen. So, der hat jetzt den Ekstase auch fertig. Aber die heben wir uns mal auf, wir brauchen sie ja nicht. That's how it's done. So, und das erinnert mich gerade an was. Und zwar, wir haben ja bei diesem Kampf mit dem Kimari ein paar Sachen bekommen. Für den Kimari logischerweise. Bloß was war das? Anscheinend nichts Besseres. Und hier ein Onyx-Reif. Z-Abwehr plus 10%. Blindschutz. Ja, Blindschutz wäre eigentlich besser, weil der eh meistens mit seinen... mit seiner Lanze angreift. So, hier können wir mal kurz einmal abspeichern. Zack. So, und dann geht's zurück zur vergessenen Höhle oder wie auch immer das Teil heißt, wo der Chojimbo drin vor sich hingammelt und wartet auf, ja, bessere Zeiten. So, jetzt hier durch. So, jetzt müssten wir doch eigentlich ganz in der Nähe von der Höhle sein, oder? Genau, erst über die Brücke und dann da nach unten. So, wunderbar. Gut, dann hoffe ich mal, dass das Geld jetzt eigentlich reicht dafür. Weil wenn nicht, ja, haben wir ein kleines Problemchen, weil ich dann umsonst hier hingelaufen bin. Und da hört man schon wieder die ganzen Illuminas rumfliegen. Funktioniert das Teil? Ja, ins Höhleninnere. Wunderbar. So, zur Astra bitte. Dum, 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 dum. If you desire my strength, you must pay my price. Make your offer. Gut, wir bieten... wir bieten erstmal... 125.000, vielleicht kriegen wir den ein bisschen weiter runter. You expect a phoenix, yet you offer chicken feed. No deal. Maybe next time. Was? Okay, gehen wir ein bisschen höher. Ich muss es wieder anschauen. Oh, ich kann es nicht überspringen, das ist ja hervorragend. So, Juna, bete mal. Dann bieten wir eben wieder 151.000, so wie das letzte Mal. If you desire my strength, you must pay my price. Make your offer. So, 250.000, wir bieten natürlich 150.000, ja vielleicht 151.000.
have a deal? Nee. Aber es hat schon mal funktioniert, dann bieten wir mal so ein bisschen mehr. Do we have a deal? Nee. Nochmal das gleiche bieten. Do we have a deal? 210.000, hört sich gut an. Gehen wir ein bisschen hoch. Do we have a deal? 205.000, das geht in Ordnung. Weil ich glaube, wenn wir jetzt nochmal runtergehen, dann mag er uns nicht mehr. Also 200. 5200. 62. Adequate. You are my client henceforth. My sword shall guard you on your journey, Summoner. Juhu! Shojimbo! Eine neue Bestie, juhu! Alles dreht sich ums Geld. Ja, so kann man das auch sagen. So, zurück zum Eingang bitte. So, und den rufen wir natürlich jetzt auch im nächsten Kampf. Mal schauen, was der so kann. Aber erst speichern wir natürlich. Zack. Naja, jetzt sind wir halt wieder ganz, ganz arm und haben nichts mehr. Naja, fast nichts mehr. Wir haben natürlich noch 13.000. Yay. So wie vor einer Ewigkeit. Da war das noch sehr viel Geld. Jetzt ist es ungefähr gar nichts mehr. So, dann geht's weiter zum Berg Gagaset. So, und durch den Berg müssen wir uns jetzt durchkämpfen. Aber erstmal ein bisschen da durch den Eingang durch. Dann hier. Was ist das? Teleport. Nichts vorhanden. Okay. Das Ding ist neu. Hey, ich hoffe, wir konnten mit dem Ding jetzt nicht zum Chojimbo direkt hin, weil sonst wäre das jetzt ziemlich peinlich. Aber auf die Idee kommt ja hoffentlich keiner und ich habe das auch gerade gar nicht gesagt. So, der erste Kampf, ein Hinterhalt, perfekt. 2000, ernsthaft? Gut, ich möchte mal erst, das Ding da weg haben. Ja, genau. Nee, ist klar. So, und jetzt rufen wir die Yuna herbei. So, wir beschwören Shojimbo. Ach, ist ja cool. Please clear us a path. Boah, der sieht ja cool aus von hinten. Also, das, egal. Tonsieur. Was? Wie jetzt? Ich muss dem Geld zahlen? Ja, da kriegst du mal 100. Wakizashi! Okay, für 100 Geld 4000 abziehen ist akzeptabel. Gut, dann muss ich mir aber dann mal noch im Internet ein bisschen schlau machen, was man denen zahlen muss und
so, dass er einigermaßen was richtig Geiles macht. My will is strong. Du wirst nicht weichen, aber du musst jetzt weichen für den Tidus. Weil wir nämlich bei diesem Gegnerpärchen und Schuss anwenden. Immer so ganz nebenbei. Du darfst auch mal ein bisschen heilen. So, das sollte reichen. Gibt's hier irgendwas Besonderes? These mark the graves of summoners and guardians who failed. Ah. Okay. Kurz mal Gedenken an die verstorbenen Media. Das ist jetzt auch nicht wirklich geil. Gibt's hier keine normalen Gegner? Ohne diese fetten Granaten, die wo sehrmaßen viel aushalten und dann, ja, die nicht besiegen können. Ein Hinterhand, ernsthaft. Das gibt's doch nicht. Ah, daneben. Hervorragend. So, Wacka. Deine Ekstase hebst du mal kurz auf. Kommst du da durch? Ja, aber das ist sehr wenig. Ha, und jetzt Konter. Bam. Gut, Lulu, du darfst auch mal ein bisschen. Du machst mal Feuer. So, jetzt haben wir noch dieses Problemchen hier. Du machst mal dein Element T. So, jetzt alles bloß kein Feuer. Wasser, okay. Dann nehmen wir eben Wasser. So, super. Vernichtend. Das gibt wieder Erfahrungsbonus für alle. Naja, fast alle. So, dann gehen wir mal hier rauf. Eine Roboterarmee. So, Riku, du darfst wieder. Du machst mal Klauen und zwar den da. So. Alter, was geht da? So, Blitzka. So, und jetzt einfach ganz billig. So, wo geht's denn da hin? Da müsste doch bestimmt eine Schatztruhe rumliegen. Was ist das? Braskas Ferroid. Boah, cool. Anschauen. Hui. Mal wieder mal gucken, was vor 10 Jahren hier so passiert ist. Hello, Yuna. I hope you are well. I wonder how old you are, now that you're watching this sphere. You must be very beautiful, like your mother. I wish I could see you. Oh, by the way, Jekt and Orin send their regards. So far, our journey has been very entertaining. Of course, it is a hard journey, but I have no regrets. It is the path I have chosen. Yuna, when you have grown, you will have to find your own path. Do what you must do, the way you want to do it.
doors will always open themselves to those who do. Listen close, human. Your future is yours to make. Live the way you want to. Whatever way that may be, you have your father's full support. Yuna, I will always be with you. Ah, schön. Und wieder was erfahren von der Reise. Vom Braska, Oren und Checked. So, und unsere Lieblingskombo der Gegner. So, dann hier noch oben. Ja, klasse. Ach, komm schon. Weißt du was? Das probieren wir jetzt irgendwie aus. Das muss doch machbar sein. Der ist schon wieder kurz zum Abschmieren. 3800. Das ist ganz schön viel. So, Icegar. Das zieht nur 800 ab. Das ist so wenig. Das sollte für Icegar eigentlich viel, viel mehr sein. Oh oh. Nein, das ist jetzt ungünstig. 600, nicht mehr. Okay, das. Jetzt bin ich überrascht. Der wird immer stärker. So, du tauschst nochmal aus mit der Yuna. Du heilst mal den Oren. So, 704. Okay, ist machbar. Gut, dann müssen diese Bomber eben unsere Stärksten angreifen. Das ist anscheinend Wacker und Oren. Tidus müsste mal ausprobieren. Was haben wir hier? Yuna, can you fight? Yes, I think so. Okay. So, wir machen aber natürlich nicht mit Yuna weiter, weil die hier gnadenlos draufgehen würde wahrscheinlich. So. Tidus, du darfst auch mal wieder ein bisschen kämpfen. So, du klaust mal ein paar Schrauben. Ah, super. So, Altbettmedizin. Was haben wir hier Schönes? Summoners that die up here aren't sent to the far plane. Why not? Who would send them? They die alone. So that means many have become fiends, and they may want Yuna's company. Well, Yuna will be fine. You're right. Tja, ein schweres Schicksal, wenn man hier oben abschmiert. Ein Präventivschlag, hervorragend. Not much has changed in 10 years. Ja, der muss jetzt mal seinen Senf dazugeben. Ah, falls du kannst ja mal dieses Ding da hinten kaputt klauen. Wieso auch immer da oben Roboter rumschwirren, ich habe keine Ahnung. Das ergibt meiner Meinung nach irgendwie überhaupt keinen Sinn. Enough.
So, kaputt. That's how it's done. Dun, da, dun. So, jetzt gehen wir mal da lang. Da ist doch bestimmt eine Ja, das ist so vorhersehbar. Ach, schau an. So, erstmal den Wacker. Und Patsch. So, Tidus, wie viel ziehst du bei diesem Bombern ab? Das ist aber nicht der Tidus. So. Ja, genauso viel wie der Wacker, das geht eigentlich. Dann gibt's jetzt ein Dreierschlag-Kombo. So, wie viel hat jetzt das Ding noch? Ja, wunderbar. Gut, dann werdet jetzt ihr drei jetzt mal dieses Ding hier erledigen. Nachdem es fertig ist mit seiner Vorstellung. Ich bin mal auf Nummer sicher. Du darfst erstmal eine Runde beten. So, der macht es sicherlich kaputt. So, jetzt schnappen wir uns noch die Kiste. Sicherheitsband. Aha, müssen wir das absperren oder so? Sicherheitsband, das ist ja genau für ihn. Oder? Da ist es. Steinwall und Giftwall. Stein und Giftwall, das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So, und ich bleibe jetzt mal eiskalt hier stehen und sage, hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis dann Leute, ciao. Listen to my story. This may be our last chance.